Wie wär's mit diesem Bild? Elisabeth als Mutter mit Rudolf, ihrem Sohn. Oder hier ist das nicht nett? Die Kaisers feiern Weihnachten festlich im Salon. Auf diesem Tuch sind wir, das Opa in Liebe zugeneigt. Einen Teller hab ich auch, der Elisabeth beim Beten in der Hofkapelle zeigt. Nehmt ein hübsches Souvenir mit aus der kaiserlichen Welt. Alles sinnig, lieb und sinnig, so wie es euch gefällt. Kitsch! 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 Verzieht nicht das Gesicht, tut bloß nicht so, als wärt ihr an der Wahrheit interessiert. Aber keiner will sie haben, weil sie doch nur deprimiert. Elisabeth ist in, man spricht von ihr seit über 100 Jahren. Doch wer sie wirklich war, das werdet ihr aus keinem Buch und keinem Film erfahren. Was ließ ihr die Vergessung, was ließ ihr noch der Neid? Was blieb von ihrem Leben als Bodensatz der Zeit? Euch was verraten, eure Sissy war in Wirklichkeit ein mieser Egoist. Sie kämpfte um den Sohn, um Sophie zu beweisen, dass sie die Stärkere ist. Doch dann schob sie ihn ab, ihr kam ja darauf an, sich zu befreien. Jedoch das Drama fängt erst an, ein Unglück, das uns nicht betrifft, kann sehr romantisch sein. Man hört nur, was man hören will, drum bleibt nach etwas Zeit. Von Schönheit und von Scheiße, von Traum und Wirklichkeit. Nur Kitsch! Kitsch! Yeah.
bestimmt ihre Friseure Kaiserin, sie braucht sie für ihr Bad. Wenn nichts, nichts, gar nichts.